Ich grüße euch. Ich hole mir jetzt diesen iPhone-Scan, den ich vorher gemacht habe, über die Collada-Datei. Ich weiß nicht mehr, habe ich das schon rausgespeichert? Ist egal. Ich hole mir das jetzt mal rein. Wo war das? Unter Schule. Viel zu viel Zeug drinnen. Lehrstoff, Leica BLK. Dieser feinere, der eigentlich die gleiche Auflösung hat, wie die das iPhone-Scan gehabt hat, die hole ich mir mal rein. Und ihr seht schon, da muss ich auf gar nichts warten. Im Vergleich zu Archicad, wo ich da 30, 40, 50 Sekunden warten muss, um weitermachen zu können. Wenn ich mal kurz die Texturen auch einschalte, ist das überhaupt kein Problem. So, wenn ich jetzt auf Tabulator, ja, Object Mode. Edit Mode. Dann habe ich natürlich hier auch diese ganzen Vertices zu sehen. Man sieht, wie viele Punkte das iPhone da hergestellt hat bei diesem Scan. Geh mal rüber. Da war so ein Teil vom Fahrrad zum Beispiel dabei. Oder der Kellerabgang, wie es runtergeht. So, das Teil brauche ich eigentlich jetzt nicht. Moment, gehen wir nochmal zurück. Das gebe ich weg. Rechte Maustaste, Delete. So, diese Move. Go, so ist es. Das heißt, das funktioniert im Blender mit dem Licht zum Beispiel schon wunderbar, ohne auch irgendeine Verzögerung. Also Archicad hat da schon ein wenig nachzuarbeiten, meiner Ansicht nach. Gut, ich kann jetzt im Blender, Tabulator, in der Edit, wenn ich jetzt alles mitnehme hier, so, diese Vertices und wie ist das gegangen? Mesh. Merge, glaube ich, war das bei Distance. Merge bei Distance 0,05, wenn ich das mache. Das habe ich sehr, sehr enge. Hier bei 0,06 wird das dann wesentlich gröber. Wenn ich das jetzt so mache und das dann an Archicad übergebe, dann wird es beinahe bearbeitbar, aber es ist immer noch beinahe zu viel. Also die Modelle, die ich in Archicad auf diese Art reingebe, also nicht Punktwolke, sondern so Faces, die muss man schon sehr, sehr runtersetzen, dass man sie noch bearbeiten kann, muss man wirklich sagen. So, gehen wir mal zurück in den. Man sieht es auch hier, ist dann auch im Blender sehr, sehr grob die ganze Geschichte. Aber trotzdem, wie gesagt, das könnte ich jetzt exportieren als File Save as. Na, Export was. Wie was? So oft mache ich es nicht. File Export als Collada. Dann kann man es gut in Archicad wieder zurück reinführen. So. Dropbox, Schule, Lehrstoff. Ich nehme es hier rein. Gröber. Export. So, kurz ins Archicad drüber. Wie gesagt, die Punktwolke, das funktioniert ähnlich gut. Ich nehme die mal jetzt raus und ziehe mir mal die Dropbox, Schule, Lehrstoff, Leica BLK, diese hier einfach mal rein. Und jetzt warte ich und warte und warte. Jetzt ist es da. Steuerung 3, obwohl das die Steuerung 0, obwohl das die abgespeckte Version davon ist.
Also wie gesagt, das ist ein Scan mit einem iPhone Pro 14. Die abgespeckte Version. Die richtige Version mit viel engeren Vertices und Dreiecken und Belag drauf, der ist dann schon um einiges langsamer zu bearbeiten als das, was ihr jetzt gesehen habt. Gut, schöne Grüße aus Salzburg.